Ja, Leute, weiter geht's mit Let's Play One Piece Pirate Wars 2. Wir machen jetzt die nächste Mission. Mission, Hauptepisode. Ja. Berry Shop. Ne, Berry Shop gehen wir später. Säge setzen. Wir nehmen. Ich würde jetzt Jinbei nehmen, aber ich weiß, wie Jinbei in Pirate Wars 1 war. Und er kotzt mich an. Es sind schon viele Charakter. Und aber, wenn man jetzt mal durchausgeht, wie viele Parts ich machen, wenn ich alle Charakter bei einem Part zeigen will, wie viele Parts könnten das dann höchstens werden? Das schätze ich mal, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 6 sind 36 Parts. Okay. 36 Parts auf jeden Fall. Okay, schon mal nicht schlecht. Aber ein Part pro Tag? Oh, okay. Ich will aber Ruffy eigentlich nehmen. Oder ich nehme Frankie. Nee, ich will Ruffy nehmen eigentlich. Ah, komm. Fuck drauf, wir nehmen Frankie. Wir machen Level 10. Ich denke, das reicht. Ja, nimm mal Frankie. Aber als Hilfscharakter nehme ich dann Ruffy. とある大物海賊の呼びかけによって、いくつかの海賊同盟が統合。新たな勢力として大海賊同盟を結成し、政府との密約に従って麦わらの一味を狙っているという。 まだ小規模とはいえ明らかに敵対の意思を持つ大海賊同盟の存在を知り警戒しながら航海を続けるルフィ一行。しかし何事も起こらぬまま数日が過ぎ、目的地としていた霧の海域に到着した。霧の中へ突入したルフィたちは、その奥深くに島を発見、上陸するが、そこはルフィたちにとって見覚えのある場所だった。 来たことあるよな。ああ、どう見てもスリラーバークだな。すまん、ここは関係なかったかもしれんの。ここがスリラーバークならばモリアがいるかもしれん。面倒に巻き込まれる前に退散した方がいいじゃろう。あれ、どうしたルフィ君？俺のダイヤルが震えてるんだ。 俺を助けてくれた時も、そのダイヤルが震えたんだよな。俺、ちょっと見てくるよ。あ、待て、ルイ。船長一人で行かせられねえだろう。ならば皆で探してみるかの。しかし、モリアは危険な男じゃ。慎重に進むんじゃぞ。 Okay. Unterstütze Ruffy. Ja, erstmal Kampfvorbereitung. Münzen auswählen. Nehmen wir Frankie und Iceberg. Dann nehmen wir hier. Was passt so wie Wisszeichen? Gibt's da was? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Schon mal übel scheiße. Und hier? Auch nix. Und hier? Auch nicht. Okay, richtig. Richtig wack, Jungs und Mädels. Richtig wack. Okay. Dann machen wir Fähigkeiten auswählen. Haben wir da irgendwie was Neues? Ich glaube aber eigentlich nicht. Nee. 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 Freunde auswählen. Dann nehmen wir jetzt Ruffy. Und denk mal. Ach genau. Hinweis. Spieltaten. Schaffe 1000 K.O.s. Okay. Lass
erscheinen, ohne dass Verbündete fliehen. Okay, erreiche überall Rang S. Das mit dem Rang S wird bestimmt wieder mal nix. Überhaupt, ich nehme hier Frankie. Wie soll ich denn das bitte mit dem schaffen? Der ist nicht so schnell, ne? Die Frage ist jetzt, wo wir zuerst entlang. Okay, Ruffy wird sowieso hierher. Okay. Ruffy hat das Ziel erreicht. Und jetzt? Schön, dass die Hälfte draußen bleiben muss. Oh, okay. Zombie-Kommandant aufgetaucht. So. Kubet, boo. So. Dumm-Dumm-Sturm. Oh, okay. Und der Anführer ist down. Aber schade, ich dachte, ich hätte vielleicht so eine so eine stärkere Attacke. Aber nee, General. Pass ja auf. Ist das Einzige, was ich machen kann mit ihm. Mensch, Frank, ich bin enttäuscht. Schalte Perone aus, okay. Okay. Sieht ja bis jetzt nicht so schlecht aus. Aber gehen wir jetzt zu Perona. Ich will die fertig machen. Dumme Kuh. Au. Au. So, jetzt ist Brust Perona. So. Und boom, 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 boom. Kubet Burst. Und Perona ist weg. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wow, 500 Kills haben wir schon. Auch nicht schlecht. Boah, da ist eine Münze. Da ist eine Münze. Ich will die Münze. So. <lacht> 41 Kills schon wieder gemacht.
Okay, er kann Feuer spucken. Suche nach Peronas wahre Gestalt und schalte es aus. Bin aber gespannt, welcher von unseren Freunden kommt. Ich denke mal, das ist so wegen Perona. So. So, holen wir mal Ruffy kurz wieder. So, jetzt ist. Ja. Okay. Bis jetzt läuft eigentlich richtig gut sogar mit Frankie. Hätte ich echt nicht erwartet, dass Frankie so stark ist. Aber er ist halt trotzdem mir ein bisschen zu lahmarschig mit seinen Attacken. Ich liebe es, wenn es halt so schnell geht wie bei Ruffy mit Jet Power. Wow, Gear Sekanto. Sekanto. Na, da ist Perona ja schon wieder. Perona ist Verona Feldbusch. Passt doch, oder? Wee, 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 you spin my head, my baby, right round. Und einmal geht noch, nein. Einmal geht noch, nein. Los, Perona. Au. Ah. Hintai. Ja, und jetzt? Gib mir Süßes. Süßes, was auch er ist. Okay, wir gehen jetzt einfach mal ins Nebelfeld. Wo ich halt nichts sehe, aber ist okay. Schon wieder. Ja, aber bis jetzt sind es auch nur zwei Tutoriums, gell? Kommt eigentlich Perona die ganze Zeit um Enki? Kann das auch sein? Das wäre natürlich übelst scheiße. Weil dann müsste ich sie eigentlich die meiste Zeit ignorieren. Wo ist denn die dumme Kuh jetzt? Geh nicht in mein Tutorial. Wie viel das einfach abzieht, man. So. Da oben erscheint immer ein Haufen und aber dann verschwindet er gleich wieder. Wo ist überhaupt Ruffy? Boah, Perona geht mir auf den Sack. Aber ich glaube, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Ich muss sie ignorieren. Das grüne Kreuz ist bestimmt die richtige Perona. Und auf die muss ich jetzt losgehen, dass die andere sich, denke ich, mal verpisst. Weil man muss mal bedenken, ich war in das ganze obere Eck noch gar nicht. Und wir haben jetzt schon 850 Kills, das ist nämlich auch nicht normal.
Deswegen gehe ich jetzt da rein und suche diese dumme Schlampe. Ach so. Okay. Okay. Und da ist das Tor zu. Ich muss da irgendwie hinkommen. Okay, hier sind schon mal ein paar Zombies. Ja, haben wir sie gefunden. Body Slam. So. Die Geister sind verschwunden, nachdem du Peronas gestalt. Wer kommt jetzt? Kommt jetzt aus. Mein Zombie-Kommandanten. Chopper und Brooke. Okay. Naja, ohne Spaß. Jetzt mal Real Talk. Denkst du echt, ich habe Angst vor Chopper? Ohne Spaß, Chopper. Ich meine, er kann schon was, so ist es nicht, aber ohne Spaß, von dem kann man doch nicht Angst haben. Auch wenn er rote Augen hat. Das ist mein Tutorial. Verpisst euch alle. So, okay. Also ich greife jetzt das Brook an. Ich denke mal, das Beste, wenn ich zuerst Brook angreife. Der auf mir jemand Bestimmtes auf dem Weg ist, hä? Yep, scheint echt zu sein. Okay. Okay, komm, scheiß drauf, wir brauchen Ruffy mal dazu. Der macht hier nämlich viel bessere Sachen jetzt erstmal. So, jetzt ist. Wo bist du, Fuchs? So. Ich denke, das war's damit, Brook, oder? Ah, noch nicht ganz. Ja, das war's jetzt mit Brook. So, jetzt greife ich Chopper an. Der Chopper hat ja schon ein nickes Leben verloren. Naja, wen wundert's?
Chopper ist der, wo natürlich jetzt gerade am einfachsten kaputt zu machen ist. Ich wollte gerade sagen, Chopper ist doch besiegt, was soll denn der Scheiß? Alter, die sind nur noch am Labern, ich komme kaum noch dazu, selbst zu reden. Okay, Territorium ist eingenommen. Drauf geschissen. Was sollte ich jetzt nochmal machen? Okay. Die haben sich ja voll auf meine Basis abgesehen, hä? Okay. Machen wir da jetzt nicht so viel über, ne? So. Jetzt gehen wir zur Basis nämlich zurück. Und schalten Mr. Tree ist das, glaube ich, oder? Ja, das ist Mr. Tree. Wahrscheinlich einer der, wo mir am wenigsten jucken wird. Bucky ist da aber eher ein größeres Problem, der Pesser. Wo ist Mr. Tree? Mr. Tree. Ah, da bist du. Ist nicht Mr. Tree seine Schwäche Feuer? Okay, jetzt gehe ich einfach mal auf Bucky los, weil die gehen mir jetzt alle auf den Sack. Und bei Bucky bewirft mich ja trotzdem noch. Und das ist ja das Problem. Ach, Nami ist da auch. Die ist aber schon in der Nähe gewesen, ey. Stellen wir mal kurz den Piratenkäpt'n.
Okay. So, auf zu Buggy. Da ist Buggy. So, jetzt kommt Ruffy, dann bist du sowieso im Arsch, Buggy. So. Naja, einiges abgezogen haben wir ja schon. Und Kikomori, oder? Was für ein Spaß. Na, jetzt ist der natürlich in der anderen Ecke. Okay, erstmal machen wir jetzt den Piratenkapitän hier kaputt. Ein Schatz ist aufgetaucht. Auch bei Gecko Moria. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, scheiß auf alles. Und ich gehe jetzt direkt auf Moria los. Und holen wir auch noch gleichzeitig mal die Truhe. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Okay. Die lassen einen echt nicht in Ruhe, das ist ja furchtbar. Okay, da ist Moria. Und da ist die Truhe. Hm. 2000 Kills auch noch. So, jetzt hat aber kommen, es ist Ruffy Time. Der richtige König der Piraten. Giganto Pistol. Und oh, scheiße, Buggy aus. Okay.
Wieder von der Zeit nicht geschafft. Richtig geil. Ich brauche zu lange für die Scheiße. Das ist furchtbar. あとはゾロとサンジ、ウソップ、ロビンか。ジンベ、他に仲間がいそうなとこ知らねえか。スマンが特に思い当たる場所はないの。じゃあ、みんながエース。お前を。ポートガスでいいエース。 エース、どうしたんだよ。おめえらを探してたんだ。ルフィ、親父がおめえに興味があるらしくってよ。親父ってのは白ひげか。でも会いに行く暇はねえぞ。俺いなくなった仲間を探してんだ。それならなおさらだ。親父に相談すりゃ力になってくれるかもしれねえぞ。どうやら 白ひげはその辺の海賊とは格が違う大物だ。もし行って話がこじれりゃ命はねえぞ。親父さんはむやみに人の命を取るようなことはせん。エースとジンベイが言うんだから大丈夫だ。俺行ってみるよ。決まりだな。案内するぜ。 Ja, man checkt schon, gell? Dream Story. Ace ist noch da, Wipeout ist noch da. Und ja. Okay, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Werewolf ist jetzt Level 7. Nur wieder Rang S war's. Ich kann so kotzen. Oh, okay. Okay. Chopper können wir spielen und Brook. Dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten mit Brook mal spielen.
Vielleicht. Außer es kommt noch Ace. Wenn Ace kommt, nehme ich Ace. Ist ja wohl klar, wieso, oder? Ace, hallo? Ace, hallo? Ace? Ah ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Immer noch Kapitel 1. Oh, Leute, das wird echt vielleicht doch ein längeres Projekt, als ich gedacht habe. Ciao!